Was geht ab, Monosie-Fighter, außer dir? Und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video. Ja, willkommen, meine Damen und Herren. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Keine Ahnung, was ich sagen sollte. Wir legen einfach los, let's go, Lady. Wir legen einfach los. Und zwar haben wir hier das Team von Alexis. Alexis, Hashtag Team Osuru. Hey Osuru, das ist mein Potara-Team und ich wollte mal deine Meinung dazu hören. Alles klar, dann schauen wir uns das Team mal hier an der Stelle genauer an. Wie von ihm erwähnt, haben wir an der Stelle ein Potara-Team. Der Leader ist Elle Vegito. Heißt, jeder Charakter ist dementsprechend in seiner Kategorie. Das ist er, beziehungsweise das sind sie, denn wir haben hier nur Potara-Charaktere. 6 von 10 Punkten an der Stelle. Alle sind Max-Level, alle sind Max-Awake. Richtig, haben wir schon mal 8 von 10 Punkten und das Team sieht echt, echt sehr gut aus, um ehrlich zu sein. Wir haben hier Spitzenmodulationen, Elle Goku Black mit Rosé. In der anderen kannst du zum Beispiel halten Elle Vegito mit Elle Vegito Blue oder Super Vegito mit Elle Vegito. Sehr guter Charakter hier an der Stelle ist quasi Tech Vegito als Support-Charakter, als Rotationscharakter. Ein Charakter, der hier quasi noch, wenn ich sagen dürfte, einen Unterschied machen könnte, weil das Team ist echt solide, also Shoutout an dich, aber das wäre Tech Vegito Blue, wenn er mindestens einen Dupe hätte oder zwei Dupes sogar, denn dann würde er quasi den LR Vegito Blue outdamagen und wäre in dem Fall in diesem Team besser aufgehoben als der LR Vegito Blue. Schauen wir mal, ob hier ein Tech Vegito Blue vorhanden ist, leider nicht, deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, das ist die Charakterliste by the way. Und das sind die Incharaktere, ja, den Incharaktere würde ich ja nicht anfassen, ich würde die Charakterliste genauso lassen, weil, und das Team genauso, weil das wäre quasi nur dieser eine Unterschied, hättest du Tech Vegito Blue, der quasi besser wäre als ein LR Vegito Blue, aus dem Grund, was ich gerade genannt habe, dann wäre das Team, um es sozusagen optimal, also es wäre dann das beste Potara-Team momentan. Falls ihr euch fragt, ey, Osuru, manchmal fragt ihr euch das ja, wann gibt es denn den extra, den letzten Punkt, 10 von 10, eben wenn das Team optimal wäre. In dem Fall hätte ein Charakter gefehlt und wirklich zu der Frage, ob LR Vegito Blue oder Tech Vegito Blue besser ist oder AGL Super Vegito oder physisch Super Vegito, dann kommt es danach drauf an, wenn euer Tech Vegito Blue oder euer physisch Super Vegito ein Dupe hat und der andere, also AGL Super Vegito oder LR Vegito Blue in dem Fall, auf 100% sind, dann tun die physisch und der Tech ihn outdamagen, weil sie ein Dupe haben. Wenn sie kein Dupe haben, dann noch nicht. Sofern die anderen Charaktere natürlich auf 100% sind. Wenn du direkt vergleichen würdest, AGL Super Vegito mit physisch Super Vegito, da ist der physisch besser. Oder LR Vegito keine Dupes und, also eigentlich sollte die alle Dupes öffnen, aber sagen wir mal, LR Vegito, wenn beide auf einem Stand sind, sei es auf 0% oder 100%, dann ist der Tech Vegito Blue besser. Beziehungsweise mit mindestens einem Dupe kommen die Charaktere dann, haben sie dann Potenzial, sie out zu damagen, wenn man das so sagen darf. Ein englisches Wort auf Deutsch gepackt. Naja, anyway, aber in dem Fall, wie gesagt, deine Charaktere passen so, hast aus deinem Charakter ist das Richtige gemacht, würde ich dir 9 von 10 Punkten geben. Den letzten Punkt gibt's leider nicht. Aber gut, was soll's, wir haben das nächste Team. Das nächste Team ist von Bilal, lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar haben wir hier ein Hashtag-Team, Osuru. Das ist mein Hybrid-Saint-Team, kannst du vielleicht was ändern? Ändern mit E, mit A, nicht mit E. Aber gut. Und so, ja, wir haben ein Hybrid-Saint-Team. Gohan. Ultimate Gohan ist der Leader. Dementsprechend gehören alle Charaktere zu seinem Leader-Skill. Ja, das tun sie. Alle sind Hybrid Saints. 6 von 10 Punkten. Also Max Level, Max Awake. Haben wir an der Stelle 8 von 10 Punkte schon mal. Wenn wir uns die Charakterliste ansehen, dann haben wir an der Stelle erstmal die Hybrid Saints. Wir haben hier auf jeden Fall Mighty Masken. Sehr gut. Ultimate Gohan, ganz klar. Ultimate Gohan, ganz klar unser Leader. Und zwar dann haben wir noch Future Trunks drin. Ja, Super Saiyan Future Trunks. Kann man auf jeden Fall mitnehmen als Rotationscharakter, damit er für Orb sorgt für Gohan. Aber vielleicht ist das vielleicht gar kein Muss in dem Team, weil Gohan kommt auch so gut auf seine Ulti. Aber schauen wir mal weiter. Dann haben wir einen Super Saiyan 3 Gotenks drin. Sehr wichtig in dem Team. Und physisch Super Saiyan Gotenks. Das Team kann man auf jeden Fall mal so spielen. Aber wenn wir jetzt mal die Graphen ansehen, dann sehen wir zum Beispiel, ich habe da jetzt noch unten links den Strength Gotenks reingehauen, zu dem werde ich auch noch gleich was sagen. So würde das zum Beispiel so aussehen, du könntest dein Ultimate Gohan mit LM Mighty Mess in deiner Rotation hatten. Sie teilen sich Shocken Speed Key plus 2 und Z-Fighter, 15% auf den Angriff, kann man auf jeden Fall mitnehmen. In der anderen könntest du dann lassen, Super Saiyan 3 Gotenks mit LR Gohan, haben hier auch zwei Links, Shocken Speed, Fierce Battle, beziehungsweise nee, nicht Shocken Speed, sorry, das war falsch, sondern Super Saiyan und Fierce Battle, teilen sich hier aber an der Stelle keine Key, also das sollte man auf jeden Fall beachten. Deswegen wäre der Rotationscharakter Trunks gar nicht mal so verkehrt, wie du es gemacht hast, denn er sorgt für Kiev in der Runde davor. Und ja, wir haben zum Beispiel physisch C-Tanks, der liegt sich sehr gut mit
Super Saiyajin 3 Gotenks, haben hier 4 Link-Skills. Und mit Gohan hat er noch quasi einen extra Link-Skill, das wäre Prepared for Battle, wenn mich alles täuscht. Heißt, er würde eigentlich sich auch gut in einer Rotation mit Gohan tun, aber Super Saiyan 3 Gotenks ist da individuell stärker. Oder hat Super Saiyan 3 Gotenks mit C-Tanks, zahlen sich auch sehr gut in Link-Skills, aber du hast halt einen LR Gohan. Heißt, du könntest die Rotation eventuell so halten, wie ich das hier dargestellt habe. Die teilen sich zwar keinen Link-Skills, aber wenn dann ein Charakter reinkommt, wie zum Beispiel der C-Tanks, dann gibt er beiden Link-Skills, sei es, also vor allem wegen Key, sei es Prepare for Battle für LR Gohan oder Fuse Fighter für unseren Super Saiyan 3 Gotenks. Trunks an der Stelle würde dann quasi die Orb ändern für die Dudes, also LR Gohan würde Orbs haben, da kommt dann easy auf seine Ulti. Und der Friends Ultimate Gohan, den dürfen wir auch nicht vergessen, den haben wir auch noch, der würde da auch quasi mit Chunking Speed für LR Gohan aushelfen. Also in Sachen wegen der Rotation würde schon Key fehlen vielleicht das ein oder andere Mal. Deswegen könntest du auch auf jeden Fall zum Beispiel Ultimate Gohan in einer Rotation spielen mit LR Gohan. Die zahlen sich Shocken Speed auch an der Stelle. Oder auch zum Beispiel den LR Mighty Mess mit Gohan, die teilen sich auch Shocken Speed. Naja, also zusammenfassend kann man sagen, dass die Zeitrotation eventuell Key fehlen würde. Warum behalten wir das dann trotzdem so? Halt wegen LR Gohan, weil die halt echt LR Gohan auch ausrotieren würde ich nicht oder ein LR. Man könnte es auch anders biegen. Man könnte auch Ultimate Gohan rausrotieren. Dann könntest du zusammenhalten Super Saiyan 3 Gotenks mit C-Tanks. Die teilen sich viel Links, die sind auf jeden Fall gedeckt. Und LR Mighty Mess mit Gohan. Die teilen sich dann halt Shocking Speed. Da mit mindestens Key plus 2. Und beide Zacks ihre Passive kommen da auf gut Key. Sei es LR Mighty Mess durch seine Passive, weil er random eine Key-Anzahl bekommt. Oder LR Gohan durch sein Einsammeln von Key. Warum habe ich dann hier noch trotzdem Strength Gotenks reingeklatscht? Strength Gotenks sollte man auch nicht unterschätzen. Er linkt sich overall besser im Team wie als Super Saiyan 3 Future Trunks, denn zusätzlich, natürlich linkt er sich mit den Gotenks-Charakteren gut, aber zusätzlich mit Ultimate Gohan linkt er sich gut. Heißt, wenn du Ultimate Gohan in eine Rotation lassen möchtest, wäre er eigentlich ein sehr guter Partner, denn sie teilen sich 3 Link-Skills. Wir haben da Shocking Speed, Saiyan Lineage und Fierce Battle. Das kann man auf jeden Fall verwerten, kann man auf jeden Fall mitnehmen hier an der Stelle. Den Strength Gotenks sollte man auch nicht unterschätzen. Er hat auf den Angriff 77% und zusätzlich, wenn man ihn im ersten Slot lässt, wenn man ihn im ersten Slot lässt im Kampf, bekommt eine weitere 23% auf den Angriff, also wären wir 100%. Heißt, wenn du ihn in eine Rotation lassen willst mit Ultimate Gohan, dann lässt du ihn am besten im ersten Slot, also ganz links im Kampf. Wenn nicht, könntest du ihn noch rausrotieren, ja. Also wie gesagt, ob du hier, welche Option du wählst, ist auf jeden Fall für dich überlassen. Vielleicht würde ich eher... Ich bin mich für Gotenks entscheiden. Mal ihn testen, ihn spielen, wie der sich so macht. Und dann je nachdem Ultimate Gohan mit ihm in einer Rotation halten. Oder die 2 LR. Oder dann eben, wie gesagt, Super Saiyan 3 Gotenks mit C-Tanks und die 2 LR separat. Falls du das machst, aber dann tun wir Ultimate Gohan rausrotieren. Also könntest du Future Trunks drinnen lassen. Also habe ich dir quasi noch eine extra Option gegeben. Zeigt Rotation, sollst du auf jeden Fall mal überlegen, was du da machen willst. Ob du den oder den behalten willst. Und je nachdem, wegen den Key aufpassen, dass die Jungs auf ihre Ulti kommen. Alright, dann haben wir hier M3RT. Hallo, guten Tag. Jetzt. Und zwar, was schreibt uns der Dude? Hashtag Team Ozaru, seht ihr das? Ach, Scherz. Hashtag Team Ozaru. TÜV-Siegel geprüft. Alright. Und ich weiß by the way nicht, was mit meinen Flachwitzen heute ist. Entschuldigt. Anyway. Oh, okay, wir haben den neuen Goku. Wir haben den neuen Goku. Wir wissen, sein Leader-Skill ergibt den Superclass. Wir benötigen Key plus 3 HP, Attack und F 120%. Und Superclass heißt ja an der Stelle jedem Hero. Der muss nicht mal Zero Waked sein. Der muss nicht den Tag Super haben, weil es ist die Klasse der Supercharaktere. Unterschied bei Tag Vegito Blue ist, in seinem Leader-Skill steht Super Type. Und da müssen die Charaktere dann, außerhalb von der Einschränkung, da müssen die Charaktere dann Zero Waked sein. Also sie müssen diesen Tag Super haben. Gilt auch für Rosé und also für Rosé mit dem Super Tag, weil der hat auch Extreme Types, also mit dem Extreme Type, mit dem Type Tag meinte ich. Und bei Freezer ist es auch Extreme Class. Heißt, da ist eigentlich egal, ob sie Zero Waked sind oder nicht. Wollte ich mir so am Rande erwähnen. Aber wir haben ein Superclass-Team, auf jeden Fall ein Heroes-Team hier. Jeder gehört zum Leader-Skill. Ja, tun sie, ohne Einschränkung, nichts. Kannst da reinklatschen. 6 von 10 Punkte, also Max Awake. 8 von 10 Punkte. Bevor wir uns die Charaktere ansehen, schon mal hier. Wirklich sehr, sehr cool. Weil das sind sehr gute Charaktere. Viele und gute Charaktere, die sich overall durch die ganzen Transformationen von Goku gut linken. Vor allem... Aber in den Anfangsphasen, Super Saiyan 1 und 2, haben wir LR Gogeta, links mit 6 Link-Skills. Bardock links auch sehr solide, hat Prepare for Battle, links für uns Fighter, Super Saiyan 4 Battle. Hat noch Over Inner Flash, was der dann ab Super Saiyan 3 hinzubekommt. Hat dann noch Limit Breaking Form für den Goku, wenn er zu Super Saiyan 3 wird.
Und so ein wirklich guter Kandidat an sich overall für die über die ganze Transformation als Linkin-Partner ist wirklich hier Super Gogeta. Finde ich sehr cool, dass du ihn mitgenommen hast. Er hat auch Prepare for Battle Super Saiyan Golden Warrior hat der Experience Fighters Fierce Battle und bekommt dann noch Over in der Flash dazu, wenn Goku zum... Also was er nicht, aber Goku bekommt Over in der Flash und Gogeta hat das auch schon. Deswegen sind wirklich die Charaktere, die du hier gelistet hast, sei es Super Gogeta, dreifacher Badum, Elder Gogeta, Ui Goku, weil der hat auch Prepare for Battle Over in der Flash, sind wirklich gute Buddies für Goku, die sich durch seine Transformation für ihn, also die ihn mit Links versorgen, sind sie wirklich sehr gut gewählt. Wir haben da noch Tech Vegito Blue, der hat zwar kein Prepare for Battle, aber den kannst du dann mit reinnehmen, sobald der Over the Flash bekommt, weil der hatte noch Warrior Gods ab Goku und Blue Goku Stufe. Deswegen finde ich das wirklich sehr cool, dass du das Team so gebaut hast, so Goku basierend über die Transformation. Sehr, sehr cool auf jeden Fall an der Stelle. Wenn wir uns die Charakterliste ansehen, ja, dann wissen wir, Freunde, wir haben Superklässchen. Da ist die Auswahl sehr groß. Ihr könnt sehr viel mit euren Charakteren machen. Deswegen finde ich es so cool, dass ihr, wenn ihr so Extreme Teams baut oder Superklässchen baut, ihr euch auf ein Thema einigt. Wenn ich das so sagen darf, hast du quasi das Thema gewählt, dass du den Goku hier carryen willst über seine Transformation mit guten Charakteren, die hier für die Linkskills sorgen in jeder seiner Transformation. Das hast du geschafft. Heißt, außerhalb davon würde ich eigentlich nicht näher drauf eingehen, wie du das Team bauen könntest, weil ihr könnt legit alles machen. Du könntest auch einen Supporter mit reinnehmen, wie mit Ella Great Simon in den Superklässchen. Du könntest das Team komplett anders bauen, dass du hier quasi einfach irgendeinen anderen Charakter reinklatscht, Fusion-Charaktere und. Deswegen will ich da nicht allzu mehr drauf eingehen, weil es ist ein Super-Class-Team. Ihr könnt da, wie gesagt, ihr könnt da alles machen. Und das, was du gemacht hast, finde ich cool. Ich sehe jetzt auch keinen Charakter, der unbedingt rein müsste, statt einen anderen Charakter. Wie gesagt, wenn du einen Supporter spielen möchtest, könntest du so auf jeden Fall Ella Great Simon reintun, statt beispielsweise, ja, wenn du das brechen willst, dass die vier Super Gogeta, Ui Goku, Bardock und Ella Gogeta drin sein sollten wegen den Linkseeds, dann müsstest du halt quasi für den Support Attack Vegeta Blue raus tun. Aber das, ihr merkt schon, man hat da sehr viel Auswahl, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Deswegen würde ich dem Team auf jeden Fall in Klammern noch einen extra Punkt geben. Hast an der Stelle wirklich ein gutes Team gebaut. Finde ich cool, dass es so quasi Goku basierend ist, weil das finde ich echt geil. Das finde ich echt geil, wenn Leute sich so ein Team bauen. Ich habe mir zum Beispiel bei dem Freezer-Clan-Team oder bei meinem Team-Build-Showcase zu dem neuen Freezer, habe ich auch Freezer gewählt, so ein Freezer-Team gewählt. Wenn wir uns den nächsten Dude ansehen, der heißt Sub-Zero, Hashtag Team Ursa, ein Extreme-Team mit Rosé oder Freezer als Friends, merken wir uns, der kommt dem auch schon nahe. Denn ich habe jetzt keine Teamliste, aber sein Team ist hier unten. Er hat hier quasi, hat ein Extreme-Team und er will entweder... Er will sich das Team so bauen, dass er entweder Rosé oder Freezer als Friend wählen kann. Was heißt das für uns? Freezer hat zwar keine Einschränkung in seinem Leader-Skill, Rosé schon. Heißt, er hat zwar selbst Freezer als Leader, muss aber wegen Rosés Leader-Skill, damit er sich aktiviert, jeden Typ muss mindestens einmal im Team vertreten haben und alle müssen von Extreme-Type sein. Das ist hier der Fall, das hat er gemacht. Er hat Tech-Charakter Freezer als seinen eigenen Leader, Ella Goku Black, als Strength-Charakter hat er Janemba, als Angel Golden Freezer, als physisch Charakter Cooler und als Agile-Charakter Super 17. Heißt, an der Stelle hast du auf jeden Fall richtig gemacht. Der Leader-Skill von Rose aktiviert sich. By the way, kleine Randinfo. Du musstest, oder er müsste quasi nicht unbedingt Janemba in das Team tun, denn Rose ist ja ein Strength-Charakter und er gehört ja zu den ganzen Charakteren, die dann im Team sind, die im Kampf sind. Deswegen aktiviert sein Leader-Skill, weil er selbst Strength ist. Also auf Janemba könnte er zum Beispiel auch verzichten und einen anderen Charakter reintun. Das müsstest du jetzt unbedingt nicht, das kannst du auf jeden Fall so lassen, wenn wir uns die Charakterliste ansehen, hast du auf jeden Fall das Gute gebaut, hast auf jeden Fall das gebaut, was du machen möchtest, beziehungsweise was du machen wolltest, aber, wenn ich dir mal was anderes zeigen darf, also das Team hast du ja so gebaut, dass du quasi Freezer als Friend nehmen kannst oder Rosé. Wenn wir jetzt darauf aber eingehen, so was ich quasi von euch fordere oder was ich halt cool finde, wenn man quasi individuelle Teams baut, so wie ich das mit der Freezer-Klasse gemacht oder für sehr viele von euch haben das auch gemacht, dann hätte der Dude wirklich auch ein sehr gutes Freezer-Team. Warum? Und zwar, mein Freezer-Team sah ja folgendermaßen aus. Ich hatte also Tech-Freezer drin, physisch cooler, dann hatte ich statt dem Strength-Final-Form-Freezer Tech-Golden-Freezer, ich hatte Int-Asia-Golden-Freezer, physisch Full-Power-Freezer, ich komme gleich darauf ein, warum da zwei sind, und Int-Metal-Cooler. Heißt, das Team sieht schon sehr gleich aus wie meins. Aber Freunde, ich hatte nicht das Glück, dass ich diesen Strength Final Form Freezer gezogen habe. Hätte ich ihn gezogen, der wäre sowas von instant in mein Team für statt Tech Golden Freezer, weil der Dude ist wirklich sehr, sehr gut. Den sollte man nicht unterschätzen. Teil 5 Linkskills oder mit dem neuen Freezer hat halt auch Thirst for Conquest, was die anderen nicht haben. Das ist wirklich sehr, sehr cool, dass der Dude Thirst for Conquest hat und der hat noch Prodigies. Also mit dem Freezer overall liegt er sich wirklich auch sehr, sehr gut. Auch an sich eine sehr gute Unit,
Das ist der Strength-Feind von Freezer, der aus dem Banner droppt, von dem Freezer-Banner. Ihr könnt mit 35 Awakening mit einem von dem neuen Freezer-Event Awaken. Wenn er eine Ulti macht, erhöht er seinen Angriff greatly. Greatly raise Attack für eine Runde. Hat 80% Angriff und Verteidigung. Und wenn er angegriffen wird, bekommt er für diese Runde, in dem er angegriffen wurde, weitere 100% auf seinen Angriff. Das ist krank. Natürlich muss er dann ganz links stehen und ganz links muss ihn jemand angreifen, dass er es verwerten kann. Weil wenn ihn danach jemand angreift und er nicht mehr angreifen kann, dann bringt es nichts. Aber hätte ich ihn, würde ich ihn auch quasi statt meinen Tech Golden Freezer in das Team tun. Heißt, unser Dude hat es hier, deswegen wollte ich darauf eingehen. Falls ihr euch fragt, wie sieht denn das zu Freezer-Rasse-Team, deiner Meinung nach auch das Beste. Um ehrlich zu sein, wie es hier ist, Tech Freezer, physisch cooler. Strength Final Form Freezer, Int Angel Golden Freezer, physisch Full Power Freezer und Int Mel cooler als Supporter. Warum ist ja aber immer noch dennoch der AGL Golden Freezer drin? Wegen unserem Dude, er wollte ja quasi Freezer oder Rosé als Friend nehmen. Wenn du Rosé nimmst, dann musst du statt den physisch Full Power Freezer einen AGL Charakter nehmen. Oder dann nimmst du Golden Freezer zum Beispiel. Deswegen ist Golden Freezer da. Und das ist quasi nur, da habe ich eine Option gelassen. Und das ist von mir auch quasi ein Tipp für dich. Das Team, was du gebaut hast, stimmt auf jeden Fall. Da hast du alles auf jeden Fall gut gemacht, richtig gemacht. Würde ich auch einen extra Punkt geben. 9 von 10 Punkten an der Stelle. Hast du euren Charakter das richtig gemacht, das Team funktioniert. Aber das wollte ich einfach nur euch vorzeigen, dass ihr sowas auch bauen könnt aus euren Charakteren, ja. Dieser Freezer hat zwar nicht den Leader-Skill Freezer-Clan-Kategorie, dass er den Boost gibt. Das gibt's nicht. Aber da, wegen dem Grund, dass der Leader-Skill ohne Einschränkung, dass ihr da alle Extreme-Charaktere reintun könnt, könnt ihr das quasi selbst so kreieren, sage ich mal. Und das finde ich wirklich sehr, sehr cool, wenn ihr das macht oder wenn man an sich sowas macht mit Teams und Charakteren. Freunde, das wär's vorerst fürs heutige Team-Rating-Video, beziehungsweise von der Woche. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.